sind mit mega guter Laune heute aufgestanden und haben uns entschlossen, heute Zeit zu zweit zu verbringen. Wir gehen wandern. Yes, voll Bock drauf. Ja, Domi hat gesagt, er weiß da so einen geilen Hotspot, wo man geil wandern kann und wo es eine geile Aussicht gibt. Und es ist am Kochelsee. Ja. Ich weiß nur, dass es danach einen guten Kaiserschmarrn gibt und eine geile Schnitzel, von dem her freue ich mich jetzt aufs Wandern. Ich habe die Kamera dabei, ich denke, das wird eine richtige Gaudi. Also viel Spaß euch und wir fahren jetzt, glaube ich, noch so 30 Minuten dorthin. So, wir sind jetzt angekommen und ich glaube, die Idee zu wandern hatten nicht nur wir, ich glaube ganz, ganz viele. Und ich habe mich gerade voll angeschlagen, Leute. So richtig übel hier im Kofferraum. Es fängt schon gut an. Ich will nicht wissen, was heute noch alles passiert. Ja, ich habe geweint. Aber es hat so wehtan, ey. Weil ich so an der Kante vom Kofferraum einfach. Wie machst du? Egal, wird alles gut gehen. Jetzt kann es nur besser werden. Jetzt kann nur besser werden. Der Domi freut sich wie ein kleines Kind. Der wollte unbedingt wandern gehen und mir diesen Weg zeigen. So, und wir beginnen jetzt unsere Wandertour. Und ich freue mich, ich glaube, in 2 Stunden haben wir das Restaurant hoffentlich erreicht. Aber dazu später mehr. Jetzt geht's erstmal hier voran. Okay. So, ja, ich bin wieder oben ohne. Aber es ist auch so warm und anstrengend. Ja. Schatz, gib mal Gummi. Anstrengender als gedacht, Leute. Hallo? Ich bin nach 5 Minuten schon außer Atem. Einfach mein Baum im Weg. Aber wir kommen voran. Muss man sagen, das Blaue da hinten ist nicht der Himmel, das ist Wasser. Das ist auch so. Gleichgewichtsstörungen. Das war erst der Anfang, Schatz. Let's go. Ja. Let's go. Ich bin sowas von am Arsch. Da ist Wasser. Wo? Da, geh mal runter. Wo ist Wasser? Da. Da tropft. Was du nicht alles siehst, ey. Ja. Oh. Oh. Kleine Abkühlung. Das ist so geil. Genial. Trink es, Schatz, so viel du kannst. Schön, oder? Schatz, hallo. Die ist am Arsch. Aber die Aussicht, ich habe ihr versprochen, es wird sich lohnen. Was sagst du? Ich bin am Arsch. Ich hab Durst und Hunger. So, die erste Fleischwunde, Sarah, wurde von einem Werwolf angegriffen. Oh. Nein, sie hat nur eine Blase. Ich komme nicht an meinen Schuh. Gib ihn dir. Dreck. Schau nicht, dass da jetzt das Ding drin ist. Dreck. Dreck. Autsch. Wir haben es bald geschafft, Leute. Ich hoffe es, wirklich. Oh, das tut weh, Schatz. Oh, ich muss mich doch kurz hinsetzen. Also es ist anstrengender als gedacht. Also hätte ich gewusst, dass es so anstrengend ist, ja, dann wäre ich niemals mitgegangen, Schatz, ich schwöre. Mi. Leute, ihr könnt es nicht glauben, aber wir haben es geschafft. Oh mein Gott, wir sind da. Oh. Ich bin sowas von am Ende. Ich habe Hunger und Durst und bin echt an meine Grenzen gekommen. Boah, aber jetzt nein. Jetzt suchen wir erstmal was zum Essen. Oh mein Gott!
gemacht hat. Seht ihr das? Ich schwöre, das habe ich mir jetzt sowas von verdient. Euer Schatz! Leute, wir sind hochgelaufen mit 1,5 Liter und wir mussten uns Schluck für Schluck mussten wir uns einsparen, ey. Schau mal. Mehr als verdient. Auf jeden Fall. Essen haben wir auch schon bestellt. Welches los? Es gibt Schweinebraten mit Kartoffelknödel, es gibt Schnitzel mit Pommes und es gibt einen Salat. So, und der Kaiserschmarrn darf natürlich nicht fehlen. Im guten Schatz, der kann es gar nicht abwarten. Oh mein Gott, es hat sich sowas von gelohnt, Leute. We did it! Yay! Das ist wie als, ich fühle mich wie, als wenn ich den Mount Everest bestiegen hätte. War auch fast so. Wir haben uns für den bequemeren Weg entschieden. Es geht mit der Gondel nach unten. Yay! So, I'm fix und fertig. Aber so richtig dolle fix und fertig. Schaut so auf, wie ich hier drin den Platz habe. Der ganze Aufzug ist voll, Leute. Der Aufzug, die Gondel. Ja, dreh mal um. Wir fahren jetzt zurück nach Hause. Also, wo wir waren, das ist 1,5 Stunden von uns zu Hause. Und ich sag euch, es hat sich sowas von gelohnt, einfach mal ein bisschen in der Natur zu sein. Ich bin zwar wirklich tot, also meine Beine sind tot. Und ich bin auch sehr, sehr schlapp und müde. Und es ist gerade erst mal kurz nach 5. Wir waren jetzt noch kurz am Wasser. Und ich denke, wir werden daheim noch den Abend ausklingen lassen. Und morgen geht es schon wieder weiter in die Schweiz. Also meine Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, dass wir euch ein bisschen mitgenommen haben auf unsere Tour. Ja. Und lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn ihr öfter mal so einen Vlog haben wollt von uns, dann werden wir das tun. Und ich wünsche euch einen schönen Tag, sonnige Tage und wir sehen uns dann wieder, wenn es wieder soweit ist. Bye. Bye.